Ich glaube, ich würde mich da irgendwo in der Ecke setzen und den ganzen Teil dann mal zu gucken, das ist doch besser als Kino. Ja, genau. Ich glaube, mehr würde ich auch nicht machen. Auf gar keinen Fall mit irgendjemandem unterhalten, weil sobald du ein Gespräch anfängst, artet es in Streit wahrscheinlich da aus, automatisch. Auf jeden Fall. Wo wollen wir denn hin, Robert? Dass wenn. Naja, so, wir setzen uns mal einen Punkt. Ist Downtown nicht unbedingt. Ach komm, wir fangen mal hier an. Bei Boneyard. Ja, hätte ich auch gesagt. Naja, so. Wusste ich ja, so. Genau. Ich hab erst Downtown überlegt, aber da werden ja auch viele wieder abspringen. Jetzt sind wir noch ein Sicherlich. Bahn 40 drin, Bahn 30. Okay, und dann raus hier, würde ich sagen. Ja, hier raus, genau. Mal gucken. Ich würde jetzt einfach mal direkt da unten landen, wo. Ah, da landet auch schon ein anderer Idiot. Ah, toll, super. Und da landen noch zwei andere Leute. Okay, da lande ich nicht mehr, da landen alle. Ja, gut, ich bin jetzt Ich da setze mal eine gelandet. neue Mag. Du bist da gelandet? Ah, ich bin Scheiße, da okay. gelandet, weil ich halt direkt runter bin. Ich rücke dorthin vor. Ich habe eine neue Markierung gesetzt. Ich sehe da bei dir jetzt erstmal nix. Schon. Bei mir geht's hier total ab schon, Robert. Ich bin gleich Geil, tot. dann versteck Ich bin dich. gleich tot. Nein, ich höre nur die Schüsse. Ich hab, oh Mann, ey, nee, das kann nicht wahr sein. Das gibt's ja noch nicht. Gut, also da, wo die Markierung ist. Ist relativ still noch, aber hier ist auch nichts. Muss ist hier nicht irgendwo. Ich hab keine. Keine Waffen. Nee. Geil. Ich bin tot. Oh nein, ey, kann nicht wahr Ja, sein, aber ey. das können wir können das nicht machen. Wir können hier eine Markierung setzen und dann bricht einer vorher ab und fliegt woanders hin. Das geht nicht. Das funktioniert leider nicht, weil dann müssen wir zusammenbleiben. Gerade denn. Ja, du hast es aber, glaube ich, auch schon mal spontan abgeendet, hat markiert. Ja. Boah, hier ist Ich ja weiß einer. nicht, dass es richtig war, aber ich habe tatsächlich im Gulag gewonnen. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ich bin gleich tot jetzt dafür. Ja? Ja. Cool. Auf einmal kommt der mir auf dem Dach hier entgegengelaufen, ey. Das gibt's nicht. Ja, der hat natürlich schon eine Waffe. Oh, was? Ich hab den mit der Pistole. Mit der Pistole, die Sau. Komm her, du Hure. Echt? Geh hier rauf! Alter. Ich hab den tatsächlich getötet. Das muss Zufall gewesen sein. Krass, scheiße, ey. Du kannst bei mir landen, hier auf dem Dach. Hier. Ich bin Das. schon gelandet. Geh doch mal hier hoch, ey. Bobby kommt zu dir. Da hinten bist du. Oh Mann. Ich komme, ich habe mein Auto. Ich komme. Ich habe hier das Ich muss, glaube ich, vom bestgeparkte Dach. Auto übrigens. Ja, siehst du mich da an? Ankommen Ja, mit ich sehe dem dich Auto. da. Ja, Ja. dann. Links schießen sie auch schon. Geil. Naja, ich habe zumindest schon mal Waffen. Ich komme jetzt runtergesprungen hier. Ich lande direkt bei dir, glaube ich. Das sieht gut aus, ja. Hier bin ich. Warte, warte, bleib mal stehen. Wait. Kann ich hier auch mal einsteigen irgendwie in das Ding? Oder was ist jetzt hier? Ja, ich bin jetzt hinten drauf. Egal, fahr los. Irgendwie kann ich Okay. nicht ins Auto rein. Wollen wir hier gleich zu der Lupe? Ja. Oh, obwohl, warte mal, ich habe keinerlei Munition. Ne, lass das weiterfahren jetzt. Ach so, die Lupe. Die Lupe meinst du? Ja. Hier ist auch alles so offen, Alter. Aber dafür habe ich Ich schon mal einen versuch mal. Kill.
Oh, das war ich, Entschuldigung. Ich guck mal, ob ich uns eine Markierung setzen kann. Storage Town vielleicht. Wir können aber auch erstmal hier raus, wenn du willst. Da ist eine Schrotflinte zumindest schon mal. Ja, ja, gut, ich hab ein MG und eine Schrotflinte habe ich. Oh, na, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, der MG ist halt so mega langsam, ey. Bin eigentlich auch ganz gut erstmal ausgerüstet. Wollen wir mal hier rennen erstmal in das Häuschen? Hier, guck mal, hier ist gleich ein Eingang. Lass uns mal hier rennen. Ja, komm mal. Ach, da bist du. Ja, ich komme. Okay, wir sind drin. Aufpassen, ob sich was rührt. Hier ist auch eine Kiste. Irgendwo. Aber du hast schon mal die Gulag-Runde gewonnen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, aber dann bedeutet auch, hier ist nicht nur mal ein Gulag. Ich habe jetzt das Geld erstmal genommen. Ja, gut. Okay. Ich hätte genug jetzt erstmal dann. Langsam ein MA, ne? Okay. Das hat ja schon wieder überragend angefangen. Das hat wirklich überragend angefangen. Ich hatte das fast schon geahnt. Aber ich wollte es mal probieren. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal probiert, weil du hattest nämlich auch schon mal die Idee und da ist es genauso geendet. Oder kurz davor sind wir auch fast draufgegangen, gleich am Anfang, letztens irgendwie. So, ich bräuchte nur noch eigentlich eine Platten. Also einer zumindest wäre schon mal gut. Ich habe keine mehr im Pad und ich habe nur noch drei für mich. Hier hinten ist Munition. Aber ich habe schon mal einen Herzschlagsensor. Oh, ein Herzschlagsensor, super. Ja. Da war nichts zu sehen. P7 brauchst du wahrscheinlich nicht, weil dann nehme ich mir die mal. Nö, ich habe alles. Aber ich würde vielleicht mal die Schrot nehmen, doch. Schrot finde ich immer ganz gut für einen Häuserkampf. Ja. Ja, und da habe ich auch die MP7. So, das ist das hier. Wollen wir erstmal hier warten, die nächste Periode da? Ja, können wir eigentlich machen. Auftrag abblasen, es ist vorbei. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn sich der Kreis verengt, das ist glaube ich sowieso immer sehr gut am Rand von dem Kreis zu sein. Ich habe ja sogar schon zwei Kills. Guck dir das mal an. Guck mal da rein, das Spaß. Ich hab den. Den vorhin tatsächlich mit der Pistole getötet. Obwohl der ein MG hatte. Wird von einem feindlichen Team verfolgt. Ja, das ist sehr gut. Na, dann lass mal hochgehen. Lass mal hier hochgehen, wa? Ich überlege gerade. Können die von draußen eigentlich übers Dach kommen? Hier oben ist eine Platte übrigens auf dem Dach. Echt? Ah, die Kiste, die Kiste hier oben wurde gelootet. Das war Ecke. Ja, bescheuert, das ist aber kein. Wo ist denn hier eine Platte? Hier ist keine. Nee, hier hinten. Ach, da hinten. An dem anderen Ende vom Dach. Ja. Da können die auch von draußen hier aufs Dach, ja? Ich glaube, da ist eine Leiter irgendwo. Wollen wir mal in das gegenüberliegende Haus drin? Da ist noch die Tür noch zu. Das Grüne hier? Ja, genau. Ja. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Boah, voll aufgetreten hier wieder, ey. Mann, du sollst sie zumachen. Beide Türen zumachen, du Idiot. Kann ja so schwer sein. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Oh, wir sind ja schon außerhalb. Okay, das Ding schnell. Zeit. Wir können hier nochmal looten. Eventuell sind wir sogar, wenn wir hier in dem Haus weiter hochgehen und irgendwie nach links wegkommen. Sind wir sogar vielleicht sogar schon in der Zone drin. Wir können ja auch aufs Haus gehen und springen. Dann haben wir schon können wir schon mal mehr Distanz. Hier ist das hier noch eine blaue Kiste. Hier, der Vertreiber. Hier liegt noch C4, falls du sowas brauchst. Oh ja, C4 würde ich nehmen. Hier hinten in dem Schlafzimmer drinnen.
Platzki. Okay. Okay, alles cool. Okay, das sind eigentlich hier immer die besten Räume, finde ich, weil hier kann man wirklich nur von innen. Naja, genau. Du kannst du gut bewachen. Ja. Ich geh mal aufs Dach. Ja, mach mal. Ich hab's oben gemacht. Also, beziehungsweise, geht hier gleich mit Treppenhaus. Denk dran, wir müssen dann auch weiter Richtung Nordosten näher. 18 Sekunden, war. Müssen wir langsam. Naja, gut, die dauert ja noch ein bisschen, bis die Wolke sich. Bis sie nah rankommt. Ich glaube, guck mal, Robert, wir müssen hier nur übers Dach. Ach stimmt, vielleicht können wir hier oben bleiben, wa? Ja, stimmt. Ja. Wir können erstmal hier oben bleiben, wa? Im Zweifel können wir. Wir sind genau auf. Ja, ist halt doof, wir sind jetzt genau so. Ja. Oh, okay. Oh. Raketenwerfer, ich bin tot. Wurde voll erwischt. Oh nein! Ja, bin tot. Oh, du bist komplett tot. Ja, ich bin jetzt runtergefallen, Nick musste wegkriechen, weil der. Ah, Mist, ich hab. Ja, in dem Moment dachte ich mir noch, scheiße, dass wir da so offen stehen. Naja, egal, ich dachte ja, schon. Genau, ja, in dem Moment hat er jetzt keinen Ofen. Ja, du wolltest es ja gerade sagen, ja. Und dann in dem Moment. Na gut, egal, gut. Jetzt hatte ich natürlich. Ach nee, du hast auch genug Geld. Gut. Ich hab. Ich denke mal, du schaffst mit dem Gulag. Jo, schafft. Mann, versuch Alter. Mal, Robi, hier bei mir wirklich auf dem Dach zu landen. Das wäre das Beste, tatsächlich. Musste ich erstmal erblicken. Warte mal, wo bist du? Da bist du. Ja, ich sehe dich. Er hat Krieg hin, das schaff ich. Genau, kann ja nochmal gucken, ob ich. Kannst du direkt zu mir runter? Ja, da durch die Luke, ja. Warte, ich guck nochmal, ob ich irgendjemanden sehe. Im direkten Umkreis sehe ich jetzt niemanden, ne. Hatte mir halt noch schnell dein ganzes Geld genommen. Für den Fall, sehr gut. Alter. So, da bin ich. Ich bin das hier. Okay, alles klar. Ich würde jetzt nochmal runter und irgendwas looten, vielleicht, ob hier nochmal gucken. Ja, wenigstens eine Pistole. Hier, oh, du bist das. Ich dachte, du stehst auf dem Dach. Nee. Gott. Das geht mir jetzt nicht nochmal. Mir war eben so, als wenn du auf dem Dach standest, nämlich, aber dann war das nur der Punkt. Der Boppel, der Fall. Ja. Warte mal, ich mach mal hier die Tür zu. Ist hier links drin? Nee, war das. Hier geht's nee. Links drin. Hier, Robert, hier. Ah, hier, guck mal, immerhin hier in der Reiz. Ja. MP7 kann ich auch noch mitnehmen. Oh Gott, jetzt hab ich mich vor der Blumenvase da erschrocken, Alter. Okay, also wir können. Alter. Jetzt in einem Fenster in die Blickrichtung, wo ich gucke, da könnten wir weiter in die Richtung, theoretisch in das Haus drin. Da nähern wir uns dann quasi auch so langsam einem Buggy. Und das wir müssen, glaube ich, mit dem dreieckigen Dach. Ja. Ach, nee, das reicht jetzt nicht. Sowieso weiter. Ja, na dann müssen wir schnell machen. Geh mal gucken. Erstmal hier drin. Achso, nee, eine Minute. Oh, hinter mir, Mann, ich bin tot. Echt scheiße. Geh bloß da rein irgendwo. Ich komm zu dir gekrochen, ich probier's zumindest noch. Also sind mindestens zwei Leute, die auf mich geschossen haben. Das glaube ich, das waren zu viele Schüsse da. Ich bin in dem Hinterraum hier drinne. Fuck, Alter. Ah, bin tot, egal, rette dich erstmal. Hast ja noch genug Geld. Mach erstmal in Ruhe da. Ich bin so krass aufgeregt gerade, ne? Ja, ich kenne das ja. Schön, wenn die Halsschlagader denn so pulsierte. Jo. Da ist noch einer. Scheiß, fuck. Ah, fick. Na gut, war schwierig. Gegen den zweiten dann noch, ey. Ist noch da?
Hast du dein Mikro ausgemacht? Hallo? Ja, da bist du wieder. Ja, ich glaube, ich habe gerade bei dem McLuffin Schenkel gehauen, habe ich leicht. Da dachte ich auch aus dem Holt aus dem Scheiße. Oh, jetzt tut mir mein Schenkel auf. Die Idee haben viele, glaube ich, da am Rand zu landen und dann nach innen zu gehen. Naja, wenn, ich meine, es geht ja natürlich auch darum, ein paar Leute natürlich zu töten, abzuknallen. Liegt ja auch in unserem Interesse, dass man halt mal eine Konfrontation hat. Das ist ja auch normal. Also ich finde, wir sollten das jetzt trotzdem nochmal probieren. Können wir machen. Ging ja eigentlich auch, aber wenn du halt alleine bist, gegen zwei da auf der offenen Fläche, ist ja klar, dass du da kaum eine Chance hast dann. Ich hatte mir übrigens in dem Loadout, was ich mir extra für Warzone drin gemacht habe, habe ich mir übrigens auch den Perk Geist mitgenommen. Dadurch wirst du von Herzschlagsensoren nicht erfasst. Solltest, wenn wir jetzt die Runde beendet haben und wir denken mal dran, müssen wir uns, kannst du dir auch mal so ein Loadout machen. Also ja, dann kannst muss du ich mal gucken. Keine zweite Waffe muss mitnehmen, also keine zweite Hauptwaffe, Primärwaffe. Aber dafür kannst du das auswählen und dann wirst du davon halt nicht erfasst. Das wäre natürlich richtig geil. Habe ich jetzt auch erstmal reniert und habe mir als zweites einfach mal eine Raketenwerfer gegönnt. Da hätte ich mir vielleicht, das ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Achso. Dann hast du anstatt der Pistole dann einen Raketenwerfer. Raketenwerfer, ja. Ja, den kannst du halt Schwerwaffen nehmen, ohne diesen Perk Overkill zu haben.